Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lazy Nails. Heute möchte ich euch ein bisschen inspirieren, denn eigentlich denke ich, wisst ihr, wie das Ganze funktioniert, aber wir machen es trotzdem zusammen und zwar ein Folie auf Foliennagel und damit das Ganze ein bisschen kontrastreicher ist, werde ich als Untergrund eine grüne Folie nehmen und oben drüber dann die Motivfolie. So, stellt euch vor, das hier ist euer Nagel. Ihr habt also jetzt Haftgel aufgetragen und jetzt geht es an das Design. Ihr habt richtig gehört, ich habe das Wort Aufbau nicht gesagt. Das fällt jetzt nämlich erstmal weg. Also Haftgel und dann vielleicht eine ganz kleine Schicht Aufbaugel, aber eben nur wenig. Denn jetzt kommt als allererstes der Folienkleber und wir grundieren den Nagel jetzt sozusagen mit Folie, also nicht mit Farbgel oder ihr könnt ja Make-up-Gel nehmen und darauf dann den Folienkleber auftragen. Kann auch sein, dass ihr das Ganze in zwei Durchgängen machen müsst. Das müssen wir jetzt gleich sehen, wie gut das funktioniert. Ihr seht, ich habe den Folienkleber aufgetragen und lege den Nagel jetzt erstmal zur Seite, ungefähr für 30 Sekunden, bis der Kleber ganz, ganz klar ist. So, das Foliengel ist jetzt klar. Wir können jetzt die Folie auf. Ich muss mir die mal zurechtschneiden. Ich habe hier ungefähr 3,5 Meter Folie jetzt liegen. Das ist doch ein bisschen unhandlich. Und ihr seht schon, durch die Lagerung ist die Folie auch so ein bisschen angekratzt. Also ich werde auf jeden Fall zwei Durchgänge machen, damit ich den Nagel am Ende auch blickdicht habe. Ihr könnt selbstverständlich vielleicht eine passende Farbe unten drunter auftragen. Am besten vielleicht sogar auch Metallic, dann erspart ihr euch noch mal mehr Arbeit. So, mir ist das jetzt mit den Falten auch egal, denn ich drücke da sowieso überall dann noch Folie auf. Ach, eigentlich ist das so schon ganz gut, um das zu demonstrieren. Also ihr könnt dann auch einen zweiten Durchgang machen, aber für unsere Zwecke reicht das jetzt so auf jeden Fall. Und ich habe ein bisschen dolle gedrückt. Der Nagel ist leicht gebrochen. Naja. So, und jetzt modelliere ich nämlich erst meinen Aufbau. Das soll jetzt nämlich unten drunter liegen. Und außerdem macht ihr so die Folie auch noch mal so ein bisschen haltbarer. Und noch mal ein kleiner Tipp, wenn ihr modelliert auf Foliengel und auf Folie, feilt euch so ein ganz kleines bisschen die Ränder frei von Kleber und Folie. Dann macht das das Ganze noch ein bisschen haltbarer. So, wenn ihr dann zufrieden seid mit eurem Aufbau, einmal komplett aushärten und die Schwitzschicht entfernen. So, ich habe meinen Aufbau abgekleanert und habe nochmal erneut Foliengel aufgetragen. Das kann man natürlich nicht sehen, das ist jetzt klar geworden. Und darauf kommt jetzt die Motivfolie, die Rosen. Jetzt muss ich nur eine schöne Stelle erwischen. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese hier. Und jetzt fällt mir auf, ich hätte vielleicht eine hellere Folie wählen sollen unten drunter. Aber es dient ja mehr oder weniger nur den Demonstrationszwecken. So, und jetzt, ach, die ist aber echt statisch gerade aufgeladen bei dem Wetter, habe ich meine Rosen auf einem metallischen Folienuntergrund und mache jetzt nochmal ein bisschen ein Phasengel darüber, bevor ich das Ganze versiegle. Damit verhindert ihr nämlich dieses gummiartige Abziehen der Folie. So, jetzt das Ganze noch mal aushärten lassen, die Ränder ein bisschen freifeilen anschließend und dann versiegeln und dann hält euch die Folie auch. So, ich habe das Ganze jetzt abgecleanert, bisschen die Ränder gefeilt und angebuffert und jetzt können wir das Ganze versiegeln. Und dann sind wir auch schon fertig.
Und jetzt haben wir Folie auf Folie. So, und das war's auch schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.